Wilcox haben die Wohnung gegenüber bezogen. Ihr Sohn hat geheiratet. Wird Paul Wilcox auf unser Haus zeigen und sagen, da wohnt das Mädchen, das mich einfangen wollte? Lächerlich. Howards End wäre fast einmal abgerissen worden. Das hätte ich nicht überlebt. Mein Bruder, der in Indien gefallen ist, hat es mir hinterlassen. Ich liebe es so sehr. Wir haben hier eine Notiz, wie es scheint, in der Handschrift eurer Mutter. Sie lautet, ich möchte, dass Miss Schlegel, Margaret, Howards End bekommt. Am liebsten würde ich diesem Frauenzimmer die Augen auskratzen. Sie nimmt den Platz meiner Mutter ein. Ungeheuerlich. Henry, wann willst du mich heiraten? Wie du hin und her springst, mir schwirrt der Kopf. Tanzen wir. Nur du und ich. Seien Sie den Armen gegenüber nicht sentimental. Das sollte sie nicht sein, Margaret. Die Armen sind arm. Sie tun einem leid, aber so ist es nun mal. Was ist los? Ist Tippi krank? Sie sind am Verhungern. Ich fand sie halb verhungert. Wer ist am Verhungern? Die Bests. Man hat ihn bei der Dempster Bank entlassen. Und seinetwegen ist er erledigt. Wir haben ihn ruiniert. Henry, sagst du nicht guten Tag zu mir? Kennst du Mrs. Nein, Bess? Keineswegs. Sie können sich über nichts mehr freuen, nicht wahr? Du hattest eine Geliebte, ich hab dir verziehen. Meine Schwester hat einen Liebhaber und du jagst sie aus dem Haus. Du könntest einmal im Leben aufrichtig sein und zu dir sagen, was Helen getan hat, hab ich auch getan. Charles, bitte! Lass mich, Margaret! Stehen Sie aus! Hör auf, Charles!